Am Beispiel des geplanten Ersatzneubaus des Umspannwerks Köthen-Nord. Eine kleine Agenda habe ich mir mal vorgenommen, also mal darzustellen, wie ist das 110 kV, 50-15 kV Umspannwerk integriert in das Hochspannungsnetz, / auf der anderen Seite in das Mittelspannungsnetz. Die Baumaßnahme kurz zu beschreiben, Hintergründe, technische Umfänge und dann den geplanten zeitlichen Ablauf der einzelnen Schritte mal vorzustellen. Mal kurz als Strukturdarstellung, wie ist ein Verteilnetz, Übertragungsnetz aufgebaut. Wir haben die Höchstspannungsebene 380 kV, das was Herr Schäfer schon sagte, das ist praktisch bei uns die 50 Hertz Transmission mit den entsprechenden Kuppeltransformatoren 380 auf 110 kV. Wir befinden uns mit dem Umspannwerk Köthen-Nord in dem Bereich zwischen 110 kV und im Falle von Köthen 15 kV als Mittelspannungsverteilnetz, wo von da aus es dann nachher auf die einzelnen Haushalte verteilt wird. Wo befindet sich Umspannwerk Köthen-Nord im Verteilnetz? Zum einen haben wir in Sachsen-Anhalt drei Verbindungspunkte zum übergeordneten 83 kV-Netz. Das ist einmal das Umspannwerk Marker. Da plant man jetzt momentan gerade die Erweiterung eines dritten 380-110 kV-Transformators, um, wie es Herr Schäfer schon sagte, die anfallende EEG-Energie ins Höchstspannungsnetz abzutransportieren. Dann haben wir Bad Lauchstädt, der ist eben angesprochene Umspannwerk, und Umspannwerk Kloster-Mansfeld. Köthen befindet sich in einer Direktverbindung zwischen Kloster-Mansfeld und UW Brake. Letztendlich haben wir in dem Strang nur zwei Abnahmeumspannwerke, das ist einmal das Köthen-Nord und zum anderen Könnern. Und wir haben mehrere Einspeiseumspannwerke, die dort Windenergie einspeisen. Gerbstedt-Ilewitz zum Beispiel in Köthen, in Könnern selber haben wir noch einen Windeinspeiser. Dann haben wir Wörpzig als PV-Anlage und auch noch Wörpzig als Windenergieanlage. Das nachgelagerte Netz, was hängt am Umspannwerk Köthen-Nord dran? Hier mal die Ausdehnung schematisch dargestellt des Mittelspannungsnetzes. Das geht im Norden bis nach Diebzig, im Osten bis Libbesdorf, im Süden runter bis Reber-Meilendorf. Hier ist mal zu erkennen, ein Anschluss, der noch ein Stück weiter runter geht. Das ist aber eine EEG-Einspeisung aus einem Windpark bei St. Gölzow. Und im Westen geht es rüber bis, da ist das K-Apandikum Klein-Paschleben. Letztendlich umfasst das Mittelspannungsnetz ca. 232 Kilometer. Insgesamt sind an dem Netz angebunden 233 Transformatorstationen, die sich teilen, um jetzt nichts Falsches zu sagen, in 164 eigene, 40 gemischte Trafostationen, wo ein Teil Kundenanlage drin ist, ein Teil von uns drin ist, und 29 Fremdanlagen. Daraus versorgt werden insgesamt 9531 Hausanschlüsse. Hintergründe und Umfang der geplanten Baumaßnahmen. Hier sehen wir mal das Umspannwerk Köthen-Nord aus einer Luftaufnahme heraus. Man kann hier in dem Bereich befindet sich die Bundesstraße. Hier sehen wir das Wappengebäude, wo die ganze Sekundärtechnik untergebracht ist. Das Mittelspannungsschalthaus, wo die, wie der Name sagt, schon Mittelspannungsanlage untergebracht ist. Die drei Transformatoren, die wir in Köthen einsetzen, entsprechend Standpunkt Erde. Und hier eben die 110 kV-Schaltanlage. Umgebaut werden soll letztendlich das gesamte Umspannwerk. Warum machen wir das? Das UW wurde im Jahr 1982 errichtet. Das allein ist allerdings noch kein Kriterium, also das Alter sagt an der Stelle nicht viel aus. Es ist eigentlich ein recht junges Umspannwerk. Allerdings sind an den Stahlteilen und auch an den Baukörpern, an den Fundamenten für die Transformatoren doch schon starke Mängel zu verzeichnen. Dann haben wir in der 110 kV-Anlage noch druckluftbetriebene Trenner, stetig steigende EEG-Einspeisung, wie schon gesagt. Wir haben uns für den Ersatzneubau entschieden, weil eine Sanierung dieser Anlage, der vorhandenen Anlage, einfach zu aufwendig ist und wir die neue Anlage mit wesentlich weniger Technik weiter betreiben können. So zum Beispiel ist, wenn ich nochmal zurückgehen kann, hier drüben auch noch zusätzliche Schaltfelder für mal Ende der 80er Jahre vorgesehen, 110 kV Freileitungstrasse in die Rüsternbreite. Dort ist ja zu DDR-Zeiten
maßgeblich Nachtspeicherheizung installiert worden und da war mal angedacht, ein separates Umspannwerk in dem Bereich zu errichten, unter anderem dafür, nicht nur dafür. Die Leitung stand schon in großen Teilen, die ging hinten den Güterseeweg lang. Da befindet sich jetzt momentan die neue 110 kV Einbindung. Die Leitung, die Masten waren errichtet auf 110 kV Bauweise, aber die Betriebsspannung war 15 kV. Und das wird natürlich jetzt nicht mehr benötigt. Der technische Umfang, wie schon gesagt, 110 kV Schaltanlage, noch mal kurz einen Stichpunkt zusammengefasst, die Sekundärtechnik, die dazugehört. Und für den EEG-Ausbau maßgeblich ist die Leistungserhöhung des vorhandenen Trafos momentan mit einer Leistung, installierten Leistung von 31,5 MVA durch einfaches Nachrüsten von Lüftern, sprich aktiver Kühlung, kann das Ganze auf 40 MVA angehoben werden. Mal ein Einblick in die EEG-Einspeisung, die an das Umspannwerk Köthen Nord angebunden ist. Die ist nicht nur in direkter Mittelspannung angebunden, sondern das geht von der Spannungsebene Niederspannung, also von 0,4 kV Anlagen über 15 kV Anlagen bis 15 kV Anlagen, richtig. Die dann aber zum Teil auch direkt eingespeist werden. In Summe sind das 77,8, also knapp 78 MVA installierte Leistung, verteilt auf 273 Anlagen. Einzelanlagen, die fangen an in einer Größenordnung von 2 kW und gehen hoch bis zur größten Anlage, PV-Anlage hier am Flugplatz, mit einer installierten Leistung von knapp 13 MVA. Wenn man sich das Ganze mal in der Statistik anguckt, allein die größten 8 Anlagen decken 74% der gesamten EEG-Einspeisung ab. Jetzt mal kurz darstellen, welche das sind. Das ist zum einen hier die größten PV-Anlagen mal, das ist die Flugplatzanlage, wie gerade gesagt, auf der Uni Scherbelberg, Ost-Tannenburg. Die ist noch in Planung, die ist in Vorbereitung, die Leistung ist reserviert. Deswegen mit erwähnt, die Windparks haben wir nur 2, die eingebunden sind in dem Bereich und dann eben halt Kleinanlagen. Ich würde jetzt mal umschwenken auf diese Lagepläne, da kann man das vielleicht ein bisschen besser darstellen, was wir machen wollen, die einzelnen Baustufen darstellen. Das ist der Ist-Zustand, die 110 kV Anbindung, Leitung, die Schaltanlage, die benannten Schalthäuser, die Großtransformatoren, Standpunktanlagen. Zeitlicher Ablauf. Angefangen werden soll in 2014 mit dem Umbau, mit der Erneuerung der Mittelspannungsschaltanlage. Der Bauantrag ist gestellt. Und wir erwarten die Baugenehmigung Anfang Mai, sodass wir noch im Mai mit dem Bau beginnen wollen, um dann zügig durchs Jahr zu kommen. Da haben wir genug Eckpunkte, was die Errichtung des Schalthauses angeht, was neu gebaut werden soll und. Vielleicht will man mal reingucken, also wie schon gesagt, das ist das Mittelspannungsschalthaus, das neu errichtet werden soll. Die Mittelspannungsschaltanlage wird dann in dem neuen Gebäude errichtet, momentan. Eine luftisolierte Anlage. Später wird das eine SF6 isoliert, das ist praktisch ein Isoliergas, das ist SF6-Gas, was einfach geringere Bauabmaße zulässt. Das hat also eine höhere Isolierung als normal Luft und damit kann man die Schlagweiten wesentlich verringern und damit natürlich auch kleine Anlagen errichten. Leistungserhöhung hatte ich schon erwähnt. Dazu gehört natürlich auch eine ganze Menge Sekundärtechnik, also was der ganze Schutz ist und auch die Steuerungstechnik. Mal eine schematische Darstellung vom Schalthaus. Es wird eine 5-Block-Anlage, da wird alleine der Block E ein reiner EEG-Block. Bedeutet, dass sämtliche Mittelspannungseinspeiser, die direkt momentan im UW Köthen in unterschiedlichsten Schaltzellen angeschlossen werden, alle gesammelt werden und diesen einen Block rangebracht werden. Das geht natürlich nur mit direkt angeschlossenen Anlagen, die im Netz integriert sind, die kriegen wir dann natürlich. Und dieser Block wird dann auf einen der 3 Transformatoren geschalten, sodass ein reiner EEG-Trafo mit dem nachgelagerten Mittelspannungsblock entsteht und die beiden anderen Transformatoren der Versorgung dienen. So sieht es momentan aus. Das ist die vorhandene Schaltanlage. So wird die neue aussehen, das ist natürlich noch nicht. Dann werden wir noch in diesem Jahr umbauen, zum Beispiel die Umschaltautomatik zwischen den Trafos soll dieses Jahr angefasst werden. Wie gesagt, die gesamte Steuertechnik alt auf dieser Wandtafelmontage als bisher bewährte Technik. Neu ist das Ganze elektronisch wesentlich kleiner
und komfortabler zu bedienen. Der Umfang mal hier dargestellt. Hier ist die Zufahrt von der Bundesstraße. Das neue Schalthaus wird parallel zur Bundesstraße errichtet und parallel praktisch zwischen 910 kV-Schaltanlage, die momentan hier steht und auch später dort wieder Betrieb macht. Von da aus werden die neuen Kabel verlegt von den Transformatoren, die Leistungskabel in das Schalthaus, um dann die Verteilung ins Netz vorzunehmen. Wir werden versuchen, ich denke, das werden wir einen Teil noch schaffen, das Schalthaus, das alte, dieses Jahr noch mit wegzureißen. Geplant ist, dass die Maßnahme im November, Ende November abgeschlossen ist, für diesen ersten Bauabschnitt. Der technische Umfang vom kommenden Jahr 2015, da wird ein schrittweiser Umbau der 110 kV-Schaltanlage erfolgen. Das heißt, wir werden dort nicht mehr benötigte Anlagenteile, wie ich schon gesagt hatte, die Reserveanlagen, die noch stehen, für die mal geplante Leitung zurückbauen und werden von der Seite anfangen, die neue 110 kV-Anlage aufzubauen und werden dann im nächsten Jahr die 110 kV-Anschlussleitung schwenken müssen. Die Trafofundamente werden im nächsten Jahr ersetzt und damit erfolgt anschließend auch die Umsetzung der neuen, nicht der neuen, der vorhandenen Transformatoren auf die neuen Fundamente. So wird das Ganze aussehen. Wir kommen, sind angebunden an die Stammleitung, wie gesagt, Klostermannsfeld-Marke. Über zwei Systeme und eine 10 kV-Leitung. Um die Leitungsanbindung zu schwenken, müssen wir den Mast vor dem Umspannwerk erneuern. Es stehen momentan zwei Varianten im Gespräch. Das muss mit den Grundstückseigentümern ausgehandelt werden. Entweder in der vorhandenen Trasse versetzt und wir würden dann einen leichten Klick machen, Knick der Leitung haben, einen leichten Winkel, beziehungsweise raus aus der Trasse schwenken, sodass der Trassenverlauf von dem Mast 1 des Abzweiges Köthen dann im direkt geraden Verlauf durchgeführt werden kann. Aber das sind eher nebensächliche Sachen. Und dann wird natürlich der Rest der gesamten Wappentechnik, die bis dahin noch für die 110 kV erforderlich ist, für die alte vorhandene Anlage, entsprechend zurückgebaut und erneuert. Die schematische Darstellung, wie wird das Umspannwerk danach oder welche Teile haben wir in 2015 vor? Das sind praktisch die versetzten Transformatoren und dann natürlich der Neubau der Anbindung und hier dann die wesentlich kleinere 110 kV Schaltanlage. Nur noch zwei Leitungsfelder vorgesehen, von der aus dann die drei Trafofelder abgehen. Und so wird das Ganze hinterher aussehen. Bis es soweit ist, werden wir ca. 4,8 Millionen Euro in die neue Anlage investieren müssen. Unterteilt, wie gesagt, auf die Jahre der Bauzeit. Gut, dann haben wir angefangen 2012 mit Vorbereitung, die ganze Planungsleistung. Es wird in 2016 noch reingehen, was die letzten Rückbaumaßnahmen sind, Restarbeiten, was halt dann noch anfällt. Und dann sollte das abgeschlossen sein. Negative Auswirkungen auf das anstehende Sachsen-Anhalt-Fest, den Sachsen-Anhalt-Tag, sind nicht zu erwarten.